Hallihallo, eine weitere Episode meines Spieleentwicklungstutorials. In dieser Episode geht es das erste Mal um sogenannte Bewegungsmuster. Bewegungsmuster, eins davon kennen wir bereits. Was ist ein Bewegungsmuster überhaupt? Naja, wie sich die Gegner bewegen. Ein sehr, sehr einfaches Bewegungsmuster, wie gesagt, haben wir schon kennengelernt. Und zwar einfach nur das Bewegen von den Gegnern von rechts nach links. Sowas ist bereits ein Bewegungsmuster, aber in den nächsten zwei Episoden wird es um ein bisschen komplexere Bewegungsmuster geben. Da sind beide mit dem Ziel, dass der Gegner auf den Spieler zusteuert, sodass er ihn eben eventuell verfolgt oder weiß was ich, ihm hinterherrennt. Die erste Methode, die ich zeige in diesem Video, ist die sogenannte Achsenanpassung. In der nächsten Episode werde ich dann noch die vektorbasierte Variante von dem ganzen Zeug zeigen. Was ist überhaupt die Achsenanpassung zunächst mal? Der Gegner überprüft einfach in jedem Frame, hey, ist der Spieler gerade links von mir? Wenn ja, dann gehe ich nach links. Ist der Spieler gerade unter mir? Wenn ja, dann gehe ich nach unten. Ist der Spieler gerade rechts von mir? Wenn ja, dann gehe ich nach rechts. Ist der Spieler gerade über mir? Dann gehe ich nach oben. Ja. So, auf die Art und Weise steuert er bereits auf den Spieler zu, allerdings auf eine Weise, wie man vielleicht zunächst mal nicht vermuten würde. Und zwar steuert er nicht einfach so zu, ja, einfach direkt auf den Spieler, sondern er, deswegen heißt es auch so, passt die Achsen sozusagen zunächst mal an. Und zwar läuft er dann zunächst so und dann so. Ja. Hier findet er die ganze Zeit raus, okay, der Spieler ist gerade unter mir und er ist links von mir, also gehe ich runter und links. Es ist nicht irgendwie gesagt, dass ich jetzt so und so viel Grad gerade nach links gehe oder so, sondern es ist nur gesagt, okay, ich muss nach unten, okay, und ich muss nach links. Das ist gegeben. Sobald er hier ist, ist der Spieler nicht mehr unter ihm, sondern nur noch links von ihm. Also kann er jetzt im Prinzip nur noch nach links gehen. Das ist die einfachere Variante von dem Ganzen. Das kommt aufs Spiel an, was man machen möchte. Zum Beispiel in meiner Playlist zu der Spieleentwicklung, das allererste Video, das ist über ein Spiel, wo ich gemacht habe, Tesseract, da habe ich diese Variante bewusst benutzt, weil man als Spieler nur auf den Achsen entlang schießen konnte. Also man konnte nur nach rechts, links, oben und unten ballern die ganze Zeit. Und auf die Art und Weise sind die Gegner sozusagen schneller in die Schussbahn des Spielers geraten. Und der Spieler hat einfach länger überlebt. Ja. Und dadurch, dass er länger überlebt hat, kamen immer mehr Gegner und man hat als Spieler mehr das Gefühl gehabt, vom Gegner wirklich überrannt zu werden. Und dieses Gefühl wollte ich einfach in diesem Spiel so realisieren. Genau. Und das implementieren wir jetzt einfach mal. So, dafür müssen wir zunächst mal in die Enemy-Klasse. Jetzt ist natürlich noch ein Problem, der Enemy weiß streng genommen eigentlich noch gar nichts von unserem Spieler. Ja, der prüft nie irgendwas mit unserem Spieler, deswegen müssen wir den Spieler erstmal überhaupt bekommen von unserem, im Konstruktor übergeben wir den am besten einfach. Deswegen Player, Player. Und diesen Player speichern wir dann auch noch ab. Hier oben, Private Player, Player. Und sagen hier im Konstruktor ganz normal, this.player ist gleich Player. Dadurch ist die Instanz von diesem Player wirklich gespeichert in unserem Enemy. Und dadurch kann unser Enemy auch überhaupt erstmal reagieren auf unseren Spieler und eben erstmal überprüfen, hey, ist der gerade unter mir, ist der gerade über mir und so weiter. Diese ganzen vier Abfragen eben. Jetzt haben wir allerdings immer noch ein Problem und zwar im Player. Da ist unsere Float Pos X und Float Pos Y kriegen wir von draußen überhaupt nie. Deswegen, also man könnte theoretisch noch über Get Bounding machen und dann eben abfragen, hey, was für ein X und was für ein Y-Wert hat das? Das würde auch gehen. Allerdings mache ich direkt Getter und Setter, beziehungsweise nur Getter. Setten muss man beim Player nichts. Für unser X und Y. Also Public Float Get X Return F Pos X. Und das gleiche noch für public float get y return f pos y. Gut, so können wir jetzt auf jeden Fall mal in dem Enemy abfragen, hey, lieber Spieler, bist du gerade unter mir oder weiß was ich, wo bist du überhaupt? Genau, jetzt machen wir aber natürlich noch die bisherige Bewegung hier, was wir bisher hatten, weg. Das ist hier
Genau. In der Update, das ist hier. Genau, das machen wir weg. So steuert er also nicht mehr die ganze Zeit nach links. Auf jeden Fall mal. Er bewegt sich momentan gar nicht. Sondern wir müssen jetzt mal abfragen, hey, wohin soll sich denn der Gegner überhaupt bewegen? Und da machen wir jetzt erstmal eine Abfrage von oben. Ja, ist der Spieler über mir? Heißt mit anderen Worten, ist die Y-Achse oder der Y-Punkt vom Spieler kleiner als mein eigener? Ich mache hier noch einen Kommentar oben. If die Position des Spielers, also player.getX, kleiner als fposx. Beziehungsweise fposx heißt es hier gar nicht. Das ist eigentlich ein Konventionsfehler. Eigentlich sollte man das hier fposx nennen, aber gut, egal. Mache ich eben nur posx und ändere das jetzt mal nicht. Und dann sage ich eben, okay, ja, der Spieler ist über mir, also sage ich pos y minus gleich 100 mal times ins last frame. Also mit anderen Worten, der Spieler ist über mir, okay, ich muss nach oben steuern. Ganz einfach. Dann überprüfe ich unten. Unten. Eigentlich könnten wir jetzt auch noch mit else machen oder einfach nochmal direkt abfragen. Ich mache else if. Das könnte ja auch gleich sein, dann müsst ihr ja nämlich gar nichts machen. Player.getX größer posx, also wenn der Spieler unterhalb von mir ist, dann muss ich nach unten steuern. Posy plus gleich 100 mal times ins last frame. Und jetzt noch für links und rechts jeweils das gleiche. Links if player.get. Ich habe einen Fehler, nicht get x hier, sondern natürlich get y. Ja. Oder? Moment. Doch, genau. Wenn die Position nach in y natürlich kleiner ist als die Position. Ja, das war ein kleiner Denkfehler von mir, sorry. Player.get x kleiner ist als pos x. Dann pos x minus gleich 100 mal times ins last frame. Und rechts natürlich auch noch else if player.get x größer pos x. Dann pos x plus gleich 100 mal times ins last frame. So, das war's im Groben auch schon. Hier müssen wir jetzt allerdings natürlich dem Enemy noch unseren Player überhaupt erstmal übergeben. Der Player ist hier oben bereits abgespeichert. Deswegen sage ich hier, ich übergebe einfach noch kurz den Player. Gut, dann führen wir das mal aus hier. Und schon sehen wir, ja, die steuern tatsächlich jetzt auf mich zu. Und töten mich direkt. Ihr habt vielleicht noch eine Kleinigkeit bemerkt. Und zwar, wenn die jetzt hier sind, dann zappeln die ganze Zeit hoch und runter. Deswegen sollte man einen Bereich machen, wo die eben feststellen, hey, ich muss jetzt gerade nicht mehr weiter nach oben oder unten. Also mit anderen Worten, zeige ich hier jetzt nochmal. Wenn die jetzt hier in so einem ganz kleinen Bereich sind, dann sollen die nicht die ganze Zeit hoch und runter gehen. Und deswegen sage ich, Player name enemy, muss ich eine Range einbauen, zwischen, wo der nicht die ganze Zeit hin und her pendelt. Genau. Und zwar sag ich, wenn die Player-Position vom Player, Moment, das muss ich selber überlegen, genau, die Position vom Player minus die Position vom vom Gegner, wenn die kleiner ist als, wenn er oben ist, dann ist Player minus das, dann ist es negativ. Genau. Und da sage ich jetzt einfach 0, keine Ahnung, oder sage ich mal 1. Oder sage ich sogar 10. Keine Ahnung. Und unten geht das Ganze genauso. Wenn es größer ist als minus 10.
Beziehungsweise genau andersrum, glaube ich. Moment, ich muss das jetzt gerade kurz testen. Ja, genau andersrum. Hier 10 und hier minus 10. So, und schon pendeln die da nicht die ganze Zeit mehr hin und her, weil sie so einen Bereich haben von 20 Pixeln, wo sie eben nicht mehr die ganze Zeit hin und her zappeln. Genau, jetzt ist hier allerdings noch das Problem. Ihr seht selber, die folgen mir immer noch, obwohl sie tot sind. Das ist natürlich blöd. Deswegen sage ich hier, if alive, dann sollen überhaupt erstmal die ganzen Überprüfungen hier kommen. So. Und dann noch den Comment machen oben. So, jetzt töte ich den und er folgt mir nicht mehr. Jetzt ist es momentan natürlich so, dass es nicht immer mehr werden, die Gegner, sondern ja, die bleiben hier jetzt sozusagen stecken, die Gegner. Deswegen könnte man jetzt hier noch einen Timer, das ist eine ganz gute Hausaufgabe für euch, einen Timer aufbauen, einbauen, der abfragt, hey, wie lange bin ich denn überhaupt schon tot? Und wenn ich so und so lange tot bin, dann reset ich mich. Das könnte man theoretisch jetzt noch einbauen. Genau. Gut, das war es im Prinzip schon wieder zu dieser Episode. Eine Kleinigkeit noch. Und zwar wurde ich mehrere Male in den YouTube-Kommentaren gefragt, hey, Brot, was hast du eigentlich mit diesem Spiel vor? Wohin geht die Reise? Was willst du damit eigentlich machen? Die Antwort dafür ist relativ simpel. Gar nichts. Dieses Spiel hier existiert nicht, um am Ende ein tolles Spiel zu werden, sondern es existiert einfach nur deswegen, um euch verschiedene Konzepte nahezubringen, wie Sachen funktionieren bei der Spieleentwicklung. Es ist nicht gedacht, dass da am Ende ein wirklich tolles Spiel dabei rauskommt. Deswegen wird das ganze Spiel auch im Laufe der Entwicklung immer mal wieder über den Haufen geworfen etc., um eben solche neuen Konzepte zu zeigen. Genau. Und noch eine Kleinigkeit, genau, das fällt mir gerade ein. Wir haben hier noch ein Problem, und zwar während der Gegner hier so nach unten links steuert und dann nach rechts, während er hier nach unten links steuert, ist er Wurzel 2 mal schneller als normal. Wie komme ich auf Wurzel 2? Naja, er steuert ja 100 nach unten und 100 nach links. Ja. Und das ist, beziehungsweise ist er doppelt so schnell, muss ich gerade überlegen. Auf jeden Fall ist er schneller, egal. Genau. Weil er eben hier sowohl nach links als auch nach unten steuert. Und ja doch, es müsste Wurzel 2 sein. Und um das zu beheben, müsste man jetzt noch eine Abfrage reinmachen. Hey, steuert er sowohl nach unten als auch nach links oder so? Und falls ja, dann müsste er beide nochmal um einen gewissen Faktor dividieren. Ich glaube, es ist Wurzel 2. Muss ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Gut, das war's zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.